Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ich sehe leider noch gar keine Hunde hier. Zumindest ist es schon mal nass. Gott, sorry. Sorry. Ich muss erstmal, wie gesagt, in die Steuerung reinkommen. Wir wurden jetzt schon... Also ich bin hier nicht hingefahren, unser Auto fehlt ja auch. Wir wurden jetzt schon hier an unser Versteck geportet. Boah, ich kann auch gar nicht mehr reden. Ich spiele hier immer noch in einer 1080p Auflösung, also normales HD. Und auch immer noch mit Maus und Tastatur. Und das wird wohl auch die nächsten Folgen bis Sonntag so bleiben, habe ich festgestellt, weil ich ja gar nicht da bin. Wie kann ich nochmal... Genau, das, den Profiler will ich gerne haben. Seit dem Schulabschluss verheiratet? Boah. Ich könnte es jetzt sprengen, aber nö. Hat wöchentlich einen Vlog? Cool. Wie geht's dir? Gut. Körperlich geht's ihr gut. Aber ich mache mir irgendwie Sorgen um ihren Kopf. Sie ist total obsessiv. Geht ja auch schon ewig so. Sicher, und sie hat viel durchgemacht, aber ich weiß nicht, ob ich durchhalte. Keine Ahnung, wie ich es ihr sagen soll. Solltest du aber. Ich weiß, ich hasse das. Zuerst war ich ja dafür, aber jetzt... Und Mann, das kostet so viel. 25 Riesen für Fruchtbarkeitsbehandlungen. Was macht die als Beruf? Ach, Haushaltshilfe, okay. Ja, wir spielen immer noch mit Ultra-Auflösung. Witzigerweise rendere ich gerade im Hintergrund und lad was hoch und trotzdem läuft es in Ultra-Auflösung, obwohl es gar nicht dazu, gedacht ist. Hat Privatdetektiv angehört? Schweizer? Wir sind jetzt hier übrigens hier in... Also die hacke ich auf jeden Fall nicht, die muss ich unterstützen. Computerspiel-Fan, die auch. Was ist mit denen denn? Sammelt illegale... Nee, sammelt Film. Also wer irgendwo hinrotzt in die Ecke? Ehrenamtliche Rettungsschwimmer. Vertragsmanager. Och, ja. Computerspielfan. Er hat illegal Medien runter, die unterstütze ich. Hat ja nichts mit Illegalität zu tun. Unterstützt Detzek? Detzek sind wir. Also, wir sind noch nicht in der Organisation, aber ich glaube, die haben irgendwas damit zu tun, mit diesen... Hat Highschool-Schläger angegriffen? Cool. Diese Steuerung. Kann ich das wieder weglegen? Und wie gesagt, ich komme der Steuerung noch nicht ganz so klar. Oh, ich merke gerade, aber wir sind noch gar nicht... Ja gut. Ja, wir sind jetzt bei 30 FPS. Vorher waren wir ja bei 60 bei Ultra-Auflösung, aber... Darauf kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ich würde gern schon mal irgendwie... Ich soll da hoch. Hm. Ach, da ist noch jemand. Oh. Autoliebhaber. 26. Und 55. Was ist da denn los? Scheiße, wir haben ja immer noch die Waffe. Wie kann ich die Waffe weglegen? Gott, jetzt gibt's bestimmt gleich Ärger. Wenn mich da jemand sieht. Da. Hast du ein Problem? Nein. Die Waffe ist auch nur ein Spielzeug. Na, eigentlich braucht die es ja sowieso nicht mehr. Die hat ja auch eigentlich genug. Die hat genug Geld. Die kriegt genug Geld. Also die 120, die wir da jetzt erbeutet haben, ne?
Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Wer hat den Anruf getätigt? Das müssen wir rauskriegen. Ey, selbst Ruhe da! Unverschämt. Das haben wir geschafft. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Wenn wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Skillpunkt erhalten. Okay. Huch. Akzeptieren. Ja. Klingt doch schon mal gut. Wir haben noch 5 Punkte. Kampf, Hacken, Fahren. Das klingt super. Dann können wir vor allen Dingen auch schnell Geld verdienen. Was ist das? Brauchen wir nicht. Verschiedene Hack-Exploits. Mhm. Dazu gehört die Fähigkeit, die OS-Kameras zu hacken und ihr Blickfeld auszukundschaften. Klingt schon mal nicht schlecht. Wir müssen vor allen Dingen auch mal irgendwie... Ich glaube, das sollten wir auch als nächstes machen. Was haben wir sonst noch? Kampf? Okay. Fokus. Wie viel haben wir noch? 3. Hergestelltes. Köder. Was haben wir hier? Splittergranate. Oder? Klingt schon mal nicht schlecht. Gemcom. Dann haben wir noch 2. Hacken, Kampf, Hergestelltes, Fahren. Dann gehen wir auf Hacken und hacken mal die Poller. Und Hochbahn. Was ist das? Ah, das braucht direkt 3 Punkte. Okay, dann machen wir den das als nächstes dann. Automatisch zu diesen die Lohne Heckbelohnung versprechen. Okay, den Baum da sollten wir auf jeden Fall schnell freischalten, aber wir machen jetzt erstmal hier, also wir sollten vor allen Dingen hier erstmal in die Verteidigung gehen, weil, das, weiß ich ja schon, das ist dann wirklich nicht so leicht, weil wir eben gerade nicht so auf Kampf skillen, weil ich das ja eher realistisch halten will. Am Ende des 8. Mission beendet. 100 XP. Gehen Sie schlafen. Ah, okay. Ja, schön. Schön für dich. Ich werde es aber gerne erstmal... Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Okay, das können wir jetzt immer wieder abspielen. Haben wir praktisch auf unser Handy geladen. Unser Smartphone.
Jetzt haben wir das wieder aufgeladen. Dann nehmen wir hier mal alles mit. Was ist das? Instabile chemische Komponente, okay. Nee. Boah, die Steuerung. Und ich soll jetzt wirklich eine Stunde mitspielen. Kriegen wir hin. Ich kann da drauf klettern und bringt mir was. Okay. Ja, komischerweise dachte ich, die Vigilant-Edition hat ein bisschen mehr, aber pff, wieso auch nicht? Ist mir auch egal. Ich mein, wegen so ein paar Klamotten. Ich will nicht so Wert ändern. Ah, okay. Ja, gegen 8 Uhr ist eine gute Zeit. Finde ich gut. Und wir sind so Gangster, wir gehen sogar mit Klamotten schlafen. Egal. Wo zur Hölle ist Pawny? Übrigens, Leute, das Flimmern, das ist ein stilistisches Element, ne? Lena Pierce. Oh, ist er weggegangen. Ich kann mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Boah, ich wollte gerade wieder einen dummen Witz machen. Erstmal schön zur Verritzenpizza rein, aber der Soundtrack ist echt so stimmig. Oh, es tut mir jetzt richtig leid. Ich habe jetzt richtig schon wieder Wut auf diesen dämlichen Maurice. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Pflegemutter. Stand von Soldatenfamilie ab. Was? Verreist oft? Systemschlüssel? Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Hilft Obdachlosen. Was? Ich will das wissen. Sieht regelmäßig Reality-Shows. Produktionstestassistentin. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Betreibt Geschäft von zu Hause. Und der Typ natürlich. Alter. Ehrenamtlicher Gemeindemitarbeiter. Oh!
einfach mal runtergesprungen. Hey, cool, mein Auto. Sammelt Dosen und Flaschen und kann sich so ein Auto leisten. Muss das denn jetzt sein? Ladendieben? Hä? Habe ich nicht irgendwas gesehen von 120? Wurde zu Hause unterrichtet für Zirkuskünstler. Wow! Mutmaßlicher Drogenkoch? Hey Kollege, ich will gerne dein Bankkonto hacken. Leberkrebs, Alter! Hehlerin für gestohlene Kunstwerke? Die ist mir. Wie alt ist die? Neues Fahrzeug? Okay. Ah, ich muss auch achten, auf was ich tun kann. Alter 20 und die also die auf Hafturlaub? Ja. Aha. Ja, mag ich nicht. Achso. Ich verrate wirklich nichts, pass auf, und jetzt. Noch nicht. Aha. Aber ich. Ich kann nicht. Richtig. Nee, Bankkonto will ich nicht von der. Ja, den kennen wir schon. Ah, die laufen alle im Kreis hier. Geht von Invalidenversicherung. Hat Kontakt zu gesuchten Verdächtigen. Diagnose Krebs. Alter. Auf Hafturlaub. Amateurgeistigerin. Oh, cool. Was mit dem? Bademeister. Nö. Fahrerlaubnis abgelaufen. Hm. Hatte kürzlich einen One-Night-Stand? Okay. Wen? Alter, hier gibt's so viel. Jemand hat gestern Nacht versucht, bei mir. Warte, was? Spendet für lokale Schulen? Komm schon, Mann, ich habe ein ganzes Leben in diesem Viertel verbracht. Die Cops kommen nie so schnell. Nimmt an einer Schlafstudie teil, okay. Das Ding speichert die Zeit und ordnet die Cops. Leidet unter Fressanfällen. Oder was? Gesundheit. Schnüffelt Farbe? Ja, kein Wunder. Alter, ich will gern. Ich will gar nicht. Oh, hier gibt's so viel zu sehen. Ich würde Legalisierung. Warte, Leute. Daten nicht verfügbar? Bitte was? Das will ich jetzt genauer wissen. Den kenne ich schon. Wo ist die? Daten nicht verfügbar? Wo ist Transgender? Cool. Wow! Ein Hacker?